am Stück schön war. Das waren gerade mal so die letzten 7, 8 Tage. Von daher, ja, gefühlt war wirklich nicht so besonders gut. Wenn wir mit der Statistik kommen, dann sah es gar nicht mal so schlecht aus. Heute, also die letzten Tage insgesamt, die haben den Schnitt nochmal nach oben getrieben. Verbreitet war es sehr sonnig, es gab nur ein paar Quellwolken. Wenn wir jetzt mal auf den Sommer zurückgucken, bei uns Meteorologen ist er 30 Liter normal, ist deutlich weniger. 159% dessen, was man sonst im Sommer erwarten kann, waren das. In Magdeburg war es dagegen viel zu trocken. Da fielen über die 3 Monate gerade mal 90 Liter pro Quadratmeter. Knapp die Hälfte dessen, womit man rechnen müsste. Nun mal die Sommer bei uns leider meistens. Jetzt in der Nacht gibt es ein paar Wolkenfelder. Ein Schauer- und Gewitterfeld, das ist noch nördlich des Bodensees unterwegs. Die Temperaturen gehen zurück auf 15 bis 10 Grad. Morgen Vormittag scheint verbreitet die Sonne. Ein paar dichtere Wolken sind unterwegs. Vielleicht dann noch ein paar Schauer aus der Nacht heraus am Alpenrand. Im Nachmittagsverlauf dann kompaktere Wolken von Nordrhein-Westfalen rüber bis an die Elbe. Auch am Alpenrand kann es einzelne Schauer und Gewitter geben. Meist 25 bis 30 Grad im Norden. Nicht ganz so warm und der Wind dazu überwiegend schwach aus westlichen Richtungen. Die nächsten Tage und Gewitter im Norden und Süden, da haben wir uns ja jetzt schon dran gewöhnt.